Opa zu einer VR. Selten wieder zwei. Da werden Sie sich freuen. Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe alle, es ist mir schon eine ganz besondere Freude. Auch unter diesen Umständen natürlich, da ist ja faktisch schon fast alles eine Freude. Aber auch heute Abend habe ich mich wirklich ganz speziell gefreut, dass ich Sie hier zur Eröffnung der Ausstellung Vorbilderinnen, Feminismus in Comic und Illustration hier im Institut Français begrüßen darf. Insbesondere begrüße ich natürlich, und ich freue mich sehr, dass wir uns dann doch kurzer Zeit schon wiedersehen, den Generalkonsul der Französischen Republik hier in Bayern, Monsieur Pierre Lanapart. Schön, dass wir hier sein dürfen, dass das Comic-Festival hier sein darf. Thomas Vautravers ist, glaube ich, im Urlaub. Das sei ihm so gegönnt. Sie geben die herzlichen Grüße bitte an ihn weiter. Ich freue mich sehr, dass Bodo Böck, ich habe ihn noch gerade gesehen, da ist er genau, hier ist eben der Leiter des internationalen Comic-Salons bei mir daheim in Erlangen. Schön, dass Sie da sind. Und natürlich ganz herzlich willkommen an dich, Heiner, mit Heiner Lindstedt, mit dem Leiter des Münchner Comic Festivals, mit deinem ganzen Team. Wie immer Großartiges geleistet in kürzester Zeit. Und herzlich willkommen natürlich die Münchner Comiczeichnerinnen. Und ich glaube, das sind eh alle, die im Raum stehen, schon in irgendeiner Art und Weise gemeint. Und die anderen benenne ich gleich. Ob ich das meinst, ich hoffe nicht. Ja, in diesem Jahr, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, zeigt sich natürlich besonders schön, wie gut die Zusammenarbeit zwischen dem Comic Salon in Erlangen und uns hier beim Comic Festival in München wieder gelingt. Die beiden Festivals schon seit vielen Jahren wechseln sich ja biennalmäßig immer ab, und umso erfreulicher ist jetzt natürlich auch die Gastspielschau hier in München. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, wurde ja ursprünglich für Erlangen, glaube ich, erstmal kuratiert und auch konzipiert, und mit viel Finesse und Kenntnisreichtum haben Sie beide das gemacht, liebe Katharina Erben, liebe Lilian Pitar. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dafür auch meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, die Zeiten, in denen Comics von Eltern oder auch von Pädagoginnen argwöhnisch betrachtet wurden, sind ja Gott sei Dank jetzt schon viele, viele Jahre vorbei. Comics haben bei uns in der westlichen Kultur, aber selbstverständlich nicht nur da, Sie als Profis wissen das natürlich, einen ganz festen Platz erobert als beliebte Unterhaltungslektüre für Jung und Alt. Das ist es klar auch, aber es greift natürlich viel zu kurz. Es ist nicht zuletzt auch für mich als Fan eine ernstzunehmende Kunstform mit großer Bandbreite von Erzählformen, von Ausdrucksformen. Und da freut es mich schon, dass ich jetzt Bürgermeisterin bin in einer Stadt, die wirklich als eine der Hochburgen, gerade auch was Ausstellungen angeht, bezeichnet werden kann, in der Comic-Veranstaltungen schon ganz lange Tradition haben. Und dafür steht natürlich hier in allererster Linie das Münchner Comic-Festival. Seit über 30 Jahren gibt es das, das habe ich auch nicht gewusst. Ich glaube, das ist ein anderes Bezeichnung. Wie bitte? Das hieß auch mal Comic-Logisch. Das hieß mal anders. Ja, aber das ist ja wurscht, aber die Idee gibt es schon so lange, und das finde ich ja noch länger. Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Und aber solange es gibt, und es wurde ja auch schon angesprochen, ist das Kulturreferat auch mit dabei, unterstützt natürlich sehr gerne. Der positive Impact des KVR war mir jetzt neu, aber wie gesagt, dann unterschätzen wir ihn auch mal nicht. Ja, und damit nicht nur wahre Comic-Fanatikerinnen, sondern eben auch ganz viele breit Comic-interessierte Menschen angesprochen werden, ist es ja auch schon immer so, dass es ein breites Programmangebot, nicht nur die Ausstellungen, nicht nur die Messen, sondern eben auch Künstlerinnen-Gespräche, du hast mir vorhin davon erzählt, Signierstunden, Zeichenkurse und alles gibt. Und sowohl die Zeichnerinnen als auch Kunst- und Comic-Liebhaberinnen im In- und Ausland, die mögen wirklich gerade die familiäre Atmosphäre dieses Festes. Dafür steht ihr natürlich, dafür steht ihr auch als Team. Dieses Jahr findet das Comic-Fest vom 3. bis zum 6. Juni statt. Heuer natürlich, jetzt kommen die Einschränkungen, keine Comic-Messe, keine größeren Live-Veranstaltungen. Das ist einfach jammerschade. Die alte Kongresshalle wird stattdessen zu einem temporären Comic-Museum. Ich habe gehört, mit einer Marvel-Ausstellung startet das. Die ist immer mehr länger auf die Marvel. Was ist dann in der alten Kongresshalle? Alle anderen. Alles klar. Ich muss kurz dazwischen gehen. Ja, ich habe natürlich tatsächlich eben was vergessen. Also, das ist der Michael Kumpner. Der kommt jetzt gerade aus dem Amerika-Haus. Der hat eine Ausstellung zu 60 Jahren Marvel Comics Universe kuratiert.
mit 190 Originalzeichnungen und die wird am Montag eröffnet. Allerdings im Amerika-Haus ist das leider nicht öffentlich. Da wird virtuell eröffnet und da kann ab Dienstag die Ausstellung besucht werden. Die hängt noch sehr, sehr lange bis Ende September mindestens. Und du hast es vergessen, ich jetzt noch gesagt. Ich habe auch noch vorgestellt. Wir haben ja eine etwas unübliche Historie. Michael Kompa war nämlich mal mein Chef. Jetzt ist sie mal Chef. Wenn Sie das so interpretieren möchten, dann sage ich nein. Ja, aber schade ist es natürlich wirklich, dass auch diese Ausstellung, die große, dann eben keine Live-Veranstaltungen haben wird, dass die alte Kongresshalle eben stattdessen dann zu einem temporären Comic-Museum umgewidmet wird mit ganz vielen Ausstellungen, die dann aber trotzdem die Vielfalt und die Vielseitigkeit der Kunstform zeigen wollen. Und gleichzeitig ist das Comic-Festival mit ganz vielen Satellitenschauen dann schon auch wieder in der Stadt präsent. Und das ist dann schon sehr, sehr gut. Und mit der Eröffnung der Ausstellung heute VorbilderInnen Feminismus in Comic und Illustration hier im Institut Français startet das Comic-Festival bereits am heutigen Tag. Und vorgestellt werden 30 Künstlerinnen, Illustratorinnen. Und nach München wird diese Ausstellung, der Heiner hat es gerade schon gesagt, noch in andere Städte wandern. Und die können sich jetzt schon drauf freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich freue mich sehr, dass den wunderbaren VorbilderInnen und ihren ebenso großartigen NachfolgerInnen der Raum gegeben wird, den sie schon so, so lange verdienen. Das Team aus Erlangen wird sie im Anschluss inhaltlich durch die Ausstellung führen. Ich hoffe, ich kann da auch noch dabei sein. Und auch in diesem Jahr erwartet sich schon ein besonders vielseitiges, auch ein umfangreiches Festivalprogramm. Frau und Mann merken einfach, dass hier wie immer sehr kompetente Comic-EnthusiastInnen, ich sage es immer brav dazu, am Werk sind. Und deswegen danke ich wirklich dem gesamten Organisationsteam, Heiner dir natürlich stellvertretend und auch Michael Kompa für seine professionelle und hochmotivierte Arbeit. Jetzt wünsche ich dem Festival schon vorab einen erfolgreichen Verlauf, den BesucherInnen der Ausstellung ganz viele anregende Begegnungen mit der neunten Art. Und wie sagte schon Calvin zu Hobbes, it's a magical world, Hobbes, old buddy, let's go exploring. Aber heute starten wir natürlich nicht mit Calvin oder auch nicht mit Hobbes. Heute enden wir mit der Illustratorin, mit Julia Bernhard, nämlich die ich sehr, sehr mag, wie gut, dass wir jetzt ausgiebig darüber geredet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute.